Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zottel zockt angezockt. Heute rüstet Zottel seinen Laden weiter aus, um seine Helden optimal auszustatten. Viel Spaß mit Shop Titans! Aha, okay, hier oben Quests. 7 mal ein Knappenschwert, ein einfaches Messer und einen Tisch kaufen. Für 10 Diamanten. Mach mich dann mal auf den Weg zurück in meine Werkstatt. Schau doch mal auf ein Pläuschen vorbei. Aha. Gut, jetzt wollen wir erstmal hier die Sachen verkaufen. Was hat er hier? Ah, okay, wir können hier. Öffne eine Truhe. Erstelle erste Schritte für Titan. Zolle lesen. Lies das Tutorial ab. Okay. Gut, das war dann wohl das Tutorial. Was ist er hier? Ladenbesitzer, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Ich brauche ein paar Ersatzschwerter für mein Training. Robust müssen sie sein und heldenhaft aussehen, wenn es geht. 8 Schwerter. Okay. Dann warte du mal. Du willst Handschuhe kaufen und du willst Stiefel kaufen. Eine Robe ist fertig. Stufe ist zu niedrig. Ah ja, sie braucht Stufe 2. Dann machen wir zuerst die Schwerter. Entwerfen, was haben wir denn hier? Oh, wir können hier Sachen ändern. Für Diamanten, das wird freigeschaltet. Eieiei. Okay. Ja, ist klar. Okay. Tapeten gibt's auch. Ah, das gibt Prestige, okay. Was haben wir denn noch? Möbel. Wir sollten einen Tisch kaufen. Gibt Teppiche? Nee. Hier gibt's wieder besondere Sachen für 12 Tage. Aber wir wollen diesen Tisch hier kaufen. Dann stellen wir dahin. Vorratsbehälter können wir umräumen. Das ist nicht so gedrungen hier. Die Kiste stellen wir gleich daneben. Die können wir auch noch drehen. Können wir das noch ran? Ja. Ja. Du möchtest ein Hemd kaufen. Bitteschön. Nimm mal hin. Schwerter sind fertig. Kann ich hier auch irgendwo sehen, Lager. Wie viele Schwerter habe ich denn? Mhm. Okay. Charakter, was hat, haben wir denn hier? 3 Minuten braucht die zum Ausruhen noch. Das. Oh, ich kann noch jemanden freischalten. 500 Gold, ja. Was nehmen wir uns denn in Kämpfer? Der ist kostenlos. Ah, die werden was kosten. Was kosten die denn? Ja, 10.000 oder 50 Diamanten? Nee, dann nehmen wir kostenlose. Schurken haben wir. Einen Kämpfer könnten wir noch nehmen. Den haben wir aber eigentlich ja auch. Nehmen wir einen Magier dazu. Ja, nehmen wir einen kostenlosen Magier. Der sieht aus wie ein Magier. Quarz. Ja, nehmen wir so. Hat er hier? Fähigkeiten. Haben wir was zum Ausrüsten? Nö. Okay. Warum habe ich denn da noch ein Ausrufezeichen dran? Ach, wahrscheinlich, weil die ausruht. Ach, warum wollen die denn jetzt alle Schwerter kaufen? Entwurf erforscht. Einfaches Messer. Das sollten wir ja auch für die Quest bauen. Gucken wir mal in die Stadt.
Nee, unsere Stufe 1, Stufe 1. Unsere eine Heldin muss sich erst noch ausruhen. Okay, Wallace ist Stufe 2. Okay. Und wir haben die Quest fertig. Ja, nehmen wir uns auch mal die 10 Diamanten. Oh je, Ladenbesitzer, du findest du nicht, dass dein Laden ein bisschen schlicht aussieht? Wo sind deine Dekorationen? Ein Grün würde gleich neues Leben in die Bude bringen. Kümmere dich doch bitte darum. Oh. Braun, jetzt will die auch noch Grünzeug haben. Ist so viel schöner und ich bin sicher, deinen Kunden gefällt das auch. Lange Zuschläge von zwei Kunden, plaudere mit zwei Kunden, gewähre Kundenrabatt. Okay. Hallo nochmal, Ladenbesitzer. Hast du jemals versucht, mit Kunden zu feilschen? Ne. Ein gewisser Händler kann so einen saftigen Profit erzielen. Zeig mal, was du so drauf hast. Zuschlag. Okay, plus ein Blitz. Das scheint Zufriedenheit wahrscheinlich zu sein. Ganz schön anstrengend, nicht wahr? Du kannst aber auch Rabatt auf Gegenstände gewähren. So erhältst du wieder Energie. Okay. Versuch mal, diesem Glückspilz von einem Kunden einen Rabatt zu gewähren. Okay. Ah ja. Ist immer noch nicht fertig, die 8 Schwerter. Die Blume will ich da nicht haben. Die stellen wir dahin. Machen wir mal noch ein paar Schwerter. Ah ja, der Dolch liegt jetzt da auf dem Tisch. Okay, haben wir jetzt 8? Nee. Dann machen wir mal noch mal 2 Schwerter. Eine Warteschlange sich hier schon bildet. Immer noch keine 8. Wie viel habe ich denn? Das sind 4. Und 3, 1 noch, okay. Können wir noch 2 machen? Oh. 280. Ich soll mit Kunden plaudern. Und versuchen wir doch mal einen Zuschlag. Bei 280, da geht noch mehr. Wow, nice. Ja, nimm mal hin. Stufe 4, neue Möbelstücke. Okay. 5 Diamanten. Einfaches Messer. Plaudern? Und 40. Ach komm. Hat Glück gehabt. Und du mit dem Schwert wartest. Und da haben wir unsere 20 Diamanten. Verbessere einmal folgendes Gestell, Theke und die Kiste. Avatar bearbeiten. Du kannst jetzt deinen Avatar bearbeiten, mach dich schick. Verstanden. Hey Kumpel, wie laufen die Geschäfte? Nachdem du nun bereits einige Erfahrungen gesammelt hast, solltest du jetzt vielleicht deine Möbel verbessern. Verbessern. Ja, kostenlos machen wir das doch immer. Du kannst auch andere Spieler um Hilfe bitten, so das Ganze beschleunigen. Andere Spieler, okay. Okay. Neun, 12. Auf Stufe 2, okay. Spitze, eine hohe maximale Energie ist der Schlüssel zu guten Geschäften, okay.
Dieses Mal habe ich dir noch geholfen, aber von jetzt an müssen das deine Freunde erledigen. Ah ja. Was hältst du davon, einer Gilde beizutreten? Es bringt viele Vorteile, sich mit anderen Spielern zusammenzutun. Okay. Ja, leicht wie ein Browser-Game aufgebaut, das Ganze, würde ich sagen. Jetzt haben wir hier unten den Gilden-Button. Zusammen investieren, sich gegenseitig aushelfen oder einfach nur zu wissen, dass deine Freunde für dich da sind. Mir fällt kein Grund ein, warum man sich nicht einer Gilde anschließen sollte. Ja. Und falls du deine Meinung ändern solltest, kannst du die Gilde jederzeit verlassen. Also keine Sorge. Finden. 6 von 7. Mindeststufe 1. Ja, dann gehen wir doch da mal hin. So, ja. Jetzt bist du im Geschäft. Aber denk daran, dass du dich mit echten Spielern zusammentust. Also sei nett zu. Oh, sei nett zu ihnen. Im Team geht alles viel leichter. Gucken wir doch mal, wer braucht denn Hilfe? Gladiatorello. Folgendes verbessern. Ja, helfen wir doch. Okay. Ja, gehen wir mal zurück zur Stadt. Und in den Laden. So, dann gehen wir nochmal wieder Schwertern Auftrag und ich hoffe, ja, wir können sie ihm jetzt verkaufen. Was? Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Danke. Champion-Münzen erhalten. Ah ja. So, dann können wir die hier auch verkaufen. Ah ja, plaudern bringt wieder Energie. Oh, neuer Arbeiter. Stufe 5. Und einen neuen Heldenplatz, okay. 5 Edelsteine, auch nicht verkehrt. Wir machen mal, was machen wir denn mal? Machen den Dolch und noch so eine Robe hier. Hemden sind auch ausverkauft. Wie sieht's denn mit unseren? Ja, ich habe ich nicht einen neuen Heldenplatz? Achso, ich könnte mir für 1000 einen Heldenplatz wieder kaufen. Kaufen wir mit Edelstein. Und dann holen wir uns mal noch einen Kämpfer rein. Jo, der sieht aus wie ein Kämpfer. Kein. Ja, den nehmen wir so. 3 von 3 Helden habe ich. Okay. Das ist fertig. Oh. Julia hat Stufe 2 erreicht. Die wollen Schwerter kaufen. Ja, hier. Du wartest, ich muss erst ein Schwert fertig machen. Machen wir gleich wieder 2 von. Oh, ich habe ein Ritterschwert freigeschaltet. Verwende 150 gewöhnliche Ressourcen während deiner Karriere. Ja, her damit. Gut, dass ich noch zwei Schwerter habe. Okay, da fehlen Dings für das Ritterschwert. Das bestätigen wir doch mal. Nice, freigeschaltet. Dann bauen wir jetzt mal ein Ritterschwert und ein Knappenschwert. Ich sollte noch was. Was war da? Was sollte ich denn noch updaten? Den Tisch hier? Ja. Kann ich dann gleichzeitig das verbessern? Nur per Diamanten. Nö, da warten wir. Ich frage mal um Hilfe und wir verkaufen das Hemd.
Es ist. Ah, da steht, wie viel ich davon habe, ne? Dann heißt das, wir haben auch keinen Brustharnisch. Dann wird erstmal ein Brustharnisch noch gebaut. Okay, 10 Minuten. Können wir wieder. Oh ja, wir können Leute auf die Quest schicken. Ja, dann lassen wir doch mal Elfenholz wieder besorgen. Okay. Schub können wir hier noch, aber habe ich gerade keinen. Okay. 10 Minuten. Ja, mach mal. Soll den hier abstauben? Okay. Scheint ein Gildenmitglied anscheinend zu sein. Oh, ich habe Gildencoins bekommen. Nice. Oh, Asabi. Und ich bin in der Sache im Hof aufgestiegen. 9-Minuten-Quest. Klatore. Ah, nice. Ja. Da holen wir noch mal einen Zuschlag raus. Geht das? Ja. Wow, nice. Die sah auch sehr reich aus. Die konnte sich das leisten. Knappen Schwert haben wir nicht. Und ein Hemd haben wir gerade nicht. So, was können wir denn noch? Die Robe können wir noch mal machen. Da fehlen uns die für. Dann nehmen wir noch Handschuhe dazu. Okay. Wir müssen gleich wieder ein Dolch bauen. Verdiene 2500 Gold während deiner Karriere. Ja, nehme ich doch auch an. Weiß nicht, wie man das verwendet. Da muss es lernen. Handschuhe. Erstmal wollen wir die Produktion weitergeben, weitermachen. Dolch. 180. Den plaudern wir mal. Das ist fertig. Oh. Ja, das werten wir mal auf episch auf. Oh, es ist noch nicht episch, ne? Marke, ach so, auf makellos ist es dann. Ja, nehmen wir mal. Kann ich das jetzt einem von meinen Leuten geben? Kann ich ihm das geben? Ah, der braucht ja ein Schwert. Okay, ich glaube, ich habe verstanden, wie es geht. Ausrüstung. Ja, der kriegt den Brustharnisch. Ah, wir können den auch ausrüsten. Okay. Das heißt, du kriegst das Schwert und du wartest. Machen wir noch einen Brustharnisch und noch ein großes Schwert. Bei unserem Krieger müssen wir natürlich was Vernünftiges geben. Du kannst mit dem Harnisch abhauen. Stiefel und Handschuhe hatte der auch noch nicht, ne? Machen mal einen Dolch. Oh, mal einen Dolch. Ja, wir machen erstmal Stiefel. Noch ein Dolch liegt da noch. Ach, kann ja keine. Hat er doch noch Handschuhe? Kann der keine Lederhandschuhe tragen? Steht hier irgendwas von der Rüstungsklasse? Okay, ah, optimieren, dann wird ihm das angelegt. Nee, 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 nee. Er kriegt was Besseres.
Gut, dann scheint er kein Leder tragen zu können. Aber das Schwert kann er doch jetzt tragen. Das war es auch schon wieder für heute. Seid bei der nächsten Folge Zottelzockt angezockt wieder dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Über ein Abo wird sich Zottel ziemlich freuen. Und wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, dann vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und vielleicht habt ihr auch ihr Lust bekommen, eure Spielesammlung zu entstauben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!